Und damit auch ein herzliches Willkommen hier im Kampf. Spieltag 9, es geht wieder ran gegen Barry. Den letzten Kampf in der Hinrunde konnten wir knapp gewinnen. Wir haben beide recht missgebaut während des Kampfes. Mit dem Kampf um Barry ist es wie bei den Weight Watchers. Bitte nicht. Der Junge wird sein Fett wegbekommen. Wir können eine Mondgewalt abfeuern, da kann er auch nichts reinschicken. Ich meine, was ist sein Switchen in der Mondgewalt? Ja klar, Spukball, Digga. Bin ich denn nur dumm? Wieso bin ich so behindert, Alter? Es ist ein Geist-Pokémon. Ich frage mich, ob der wohl für Flammenwurf geht? Ja, wahrscheinlich geht er für Flammenwurf, oder? Ist das jetzt unsere Option, gerade für ein Gedankengut zu gehen? Ist das unser Play jetzt hier für ein Gedankengut zu gehen? Ja, wir haben ein Problem. Freunde, wir haben ein Problem. Der lockt mich einfach aus mit einem Sturzflug, oder? Ich gehe jetzt in Fred, Digga. In Fred, Digga. Knuddler, Digga. Auf geht's. Nö. Er geht nur für eine Kehrtwende. Warum? Warum das? Der killt einfach, oder? Wir leben den! Oh, du Biest! Du Biest! Primarin, Digga. Ein Biest. Donnerschlag kommt, hittet, killt. Huh! Digga! Ja, am Ende konnten wir knapp 1-0 für uns entscheiden, das Game. Und wir werden sehen, wie die Rückrunde läuft. Ich bin sehr gespannt. Barry ist ein guter Spieler und daher habe ich natürlich auch größten Respekt vor diesem Kampf. Bin sehr gespannt, was er mitbringt. Ich sehe, Akadi muss fast schon mitkommen. Ansonsten, keine Ahnung, es wird der Klassiker sein, so Zapdos, Katapultra, dies, das. Ja, wir sehen doch schon ganz zu Beginn direkt Zapdos, wir sehen Katapultra, wir sehen Keifel, ja, wir sehen Tangolos, wir sehen Arcani natürlich auch und wir sehen Hydragiel. Okay, das ist interessant, Hydragiel ist interessant. Was können wir dagegen tun? Nicht wirklich krass viel, aber wir sollten eigentlich... Womit wird er liegen wollen? Hydragiel vielleicht direkt, weil er kann ja halt Hazards liegen. Tangolos ist natürlich auch ein Lied, der in Ordnung geht. Wir könnten mit Boreos daher direkt leaden. Ein bisschen Druck machen. Er kann mit Katapultra leaden. Das wäre nicht so geil. Daher wäre auch Fuecro ein potenziell guter Lied, I guess. Weil da hat er natürlich keinen Bock, irgendwas reinzuseppen. Fuecro ist ein potenziell guter Lead. Den sehe ich aber. Ich glaube, außer er leadet mit Zapdos, das wäre nicht so geil. Aber wird er mit Zapdos leaden? Ich weiß nicht. Ich glaube fast nicht. Wir gehen rein. Ah, ich bin mit der Aufregung. Man merkt es deutlich. Dadurch, dass der letzte Kampf auch schon so unfassbar knapp war, und ich den gewonnen habe, ist die Aufregung jetzt umso größer. Umso größer. Das ist natürlich heftiger Shit, aber wir kriegen das schon hin. So wählt er auch pünktlich aus, das wäre ganz fantastisch. Gerade so noch, okay. Dann schauen wir mal rein in die Hütte, in die Olga, in die Schmolga. Barry, okay. Womit wird er liegen? Womit liegt er? Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt drauf. Gib mir irgendwas, was nicht Zapdos ist. Zeldriss. Okay. Er will also Hazards legen. Wahrscheinlich. Das geht auch klar für mich grundsätzlich, muss ich sagen. Klar, der greift natürlich speziell an, ist nicht so geil. Der kann natürlich auch einen Sash haben, ist nicht so geil mit Notsituationen und so einem Shit. Daher würde ich vielleicht einfach, würde ich direkt für den Hitzekoller gehen. Habe ich da Lust drauf und dann... Raus, aber wir haben Gengar als schneller. Raus auf Gengar. Ich glaube, das ist sogar eine Option, oder? Hat er einen Normalmon dabei? Nein, ne? Wir können immer Spukball drücken. Das ist halt saugeil. Okay, wir gehen hier einmal für Hitzekoller. Wir tun das, hoffentlich müssen wir nicht. Er geht raus, das ist vielleicht auch ganz gut. Und Erskinnor kommt rein, das ist Arcani. Aber damit sollten wir fein sein grundsätzlich. Wir gehen raus. Wir sind auf jeden Fall schon mal den Bedroher. Der ist natürlich blöd jetzt. Aber das ist okay, weil wir hätten eh Hitzekoller gedrückt. Und dann gehen wir in Noelle. Der wird uns nicht töten können, einfach so. Der will vielleicht auch nicht drin bleiben. Wir könnten auch hier rauf gehen, aber ich sag, Noelle ist eigentlich schon fast besser immer. Ja, Noelle sollte eigentlich immer besser sein, immer, oder? Ich denke ja. Da kann jetzt natürlich für Stromstoß gehen.
Aber der kriegt eben auch ein Siedewasser. Ob er das will, weiß ich nicht. Er hat eigentlich nichts, was ein Siedewasser will. Wir könnten auch einmal für Sub gehen. Das geht auch. Aber da muss er natürlich auch Angst vor haben. Wir könnten für Toxin gehen. Gehen wir für Toxin, ist eigentlich eine gute Option, oder? Weil alles, was reinkommt, treffen wir damit. Ich glaube, Toxin ist hier einfach erstmal in Ordnung. Er geht auch raus. Er wird wahrscheinlich in Tangolos gehen. Würde ich jetzt mal so vermuten. Da ist ein Toxin natürlich ganz wild drauf. Das würde ich sehr gerne mitnehmen. Dankeschön. Sehr, sehr nice. Und so weit, so gut. Jetzt ist natürlich denkbar blöd. Aber wir wollen ja natürlich nicht wirklich was reinschicken. Also, jetzt kann halt so Schlafpuder-Trash kommen oder keine Ahnung. Ja, Schlafpuder wäre schon unfassbar trashig. Ja, wollen wir einmal für Sub gehen einfach? Ich glaube, wir gehen einmal für Sub einfach. Falls er Egelsamen oder so einen Mist drücken will oder Abschlag oder so. Gehen wir hier einmal für einen Sub. Das kriegen wir for free. Also, vielleicht for free. Wir werden sehen. Vielleicht auch gar nicht so sehr. Mal gucken. Er geht raus. Oh, er macht einen Double. Er macht den Double. Das ist gut. Das gefällt mir gut. Und er geht wieder in Zeltris. Okay, 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 okay. Wir gehen für den Sub hier. Immer. Und theoretisch ist Mondgewalt jetzt immer unser Play. Theoretisch. Das Ding ist, wir könnten auch für den Burn fischen, falls er einen Sub trägt. Falls er einen Sash trägt, meine ich natürlich. Dann können wir auch für den Burn fischen. Und das wäre natürlich auch ganz wild. Ich glaube, das ist grundsätzlich in Ordnung, hier einmal für Siedewasser zu gehen. Ich glaube, das ist grundsätzlich in Ordnung. Wir haben noch nichts gesehen, ne? Wir haben noch kein Item von ihm gesehen. Wir haben bis jetzt nur die Fähigkeit von Akane gesehen. Mit Rohr. Das war's. Mehr nicht. So. Hydra-Gel ist da. Hydra-Gel geht raus. Das ist gut. Das ist wild. Und Chandler kommt wieder rein. Das ist aber auch in Ordnung. Ja, der ist natürlich wieder fit. Der kriegt jetzt halt ein Siedewasser. Jetzt wäre ich natürlich lieber für Mondgewalt gegangen an der Stelle. Ist klar. So, der bekommt so viel Schaden. Das ist nicht besonders viel. Das ist nicht besonders viel. Und er muss jetzt angreifen. Er muss jetzt immer angreifen. Ich gehe jetzt hier natürlich für Mondgewalt. Das ist immer mein... Das ist immer mein Play. Oder nochmal Toxi... nochmal Delegator. Aber davon haben wir aktuell nicht viel. Wir gehen für Mondgewalt. Er muss hier eigentlich für die Pflanzenattacke gehen. Wir sind recht defensiv. Wir können viel wegstecken so. Das ist halt sehr nice, aber wir sind eben auch sehr offensiv und können gut austeilen so. Und wir sind schneller, wir sehen es jetzt. Das ist auch eine wichtige Information für die Zukunft vielleicht, dass wir schneller sind. Und der ist sehr speziell defensiv, glaube ich. Der ist sehr, sehr speziell defensiv und es kommt der Gigasauger. Der teilt ihn natürlich gewissermaßen hoch. So ein bisschen. Und der Delegator hört natürlich auf zu wirken. Okay. So, wie viel kriegt er jetzt wieder? Nur vom Sub, die paar KP. Naja, ich glaube ja. Gut. So, Primarin immer noch fit. Das ist unfassbar nice. Und wir könnten nochmal für Mondgewalt gehen. Die reicht aber noch nicht aus, glaube ich, oder? Nee, die letzte hat... Nee, das reicht noch nicht aus, glaube ich. Ich glaube, dann ist Boreos jetzt unser way to go. Boreos. Ich glaube, Boreos ist jetzt der way to go. Ich glaube, ja. Wir gehen jetzt zu Boreos. Und dann sehen wir mal weiter. So, wir haben auf jeden Fall schon mal den Gigasauger gesehen. Das ist ja schon mal viel wert. Gigasauger. Das ist schon mal viel wert hier an der Stelle. Boreos kommt. Boreos kriegt auch den Gigasauger. Das sollte aber aushaltbar sein. Ja, wobei, ich sag, es waren fast 30 KP. Nicht so geil. Nicht so geil. Und ja. Der kriegt jetzt schon einen ganz netten Chip. So, wir haben Ränkeschmied, Luftschnitt, Kehrtwende und Orkan. Wir könnten einmal für Ränkeschmied gehen, weil wir ja ziemlich schneller sind als alles. Aber eben nicht schneller als Katapultra und nicht schneller als Hydra-Gel, die beide dabei sind, was interessant ist. Daher können wir theoretisch einmal einfach für den Orkan gehen und treffen den auch hoffentlich. Wir können auch für Luftschnitt gehen. Aber ich sag, Orkan ist schon wild. Orkan ist schon wilder. Wir gehen hier einmal für den Orkan. Come on. Was soll it? Let's go. Okay. Chandler geht raus. Und Wildo kommt rein. Wildo! Fuck yes. Und Orkan Mist. Wer hätte es gedacht? Jetzt wird er die Tarnsteine legen, sehr wahrscheinlich. Ich gehe raus an der Stelle. Wahrscheinlich auf Amy Chando. Vielleicht auch wieder auf Primarin. Mal gucken. Wenn er aber die Tarnsteine legen will...
dann ist Amigento natürlich hier der Play, weil wir dann defoggen können. Wobei das auch gefährlich ist. Das heißt, ich glaube, ich gehe eher auf Primarin. Anstatt erstmal. Also Defog ist halt so das Ding. Er kann halt wieder Zapdos potenziell reinschicken. Das will ich nicht. Das will ich nicht. So, der Orkan hat natürlich gemisst. Wer hätte es auch anders erwarten können? Sind wir ehrlich. Wer hätte es auch anders erwarten können? Es ist einfach so dumm. So, jetzt sieht er unser Leben ob. Das ist nicht so schön. Und wir gehen hier eigentlich immer für Noelle, oder nicht? Wir können auch auf Steinhardt gehen. Aber ich sag, Noelle ist schon in Ordnung. Ja. Ich sag, Noelle ist in Ordnung. Tarnsteine kommen. Ja. Wie erwartet eigentlich. Und wir können hier immer einmal für Mondgewalt gehen, denke ich. Das werden wir auch tun. Wir sind wieder fit. Ich werde hier immer für Mondgewalt gehen, denke ich. Weil Tangulos sehr wahrscheinlich ist. Er kann auch drin bleiben, aber dann kriegt er halt zwei Mondgewalt hin ins Gesicht. Das will er wahrscheinlich auch nicht unbedingt. So, hier haben wir jetzt die Tarnsteine gesehen. Und wir können davon ausgehen, dass der den Evoli trägt. Ne? Davon kann man ausgehen. Bei Tangulos haben wir noch nichts gesehen. Hydragil nicht. Arcani nicht. Außerdem Bedroher. Und Zapdos und Katapulta waren noch gar nicht am Kampf beteiligt. Na gut. Okay, okay, okay. So, er bleibt drin. Okay. Okay, okay, okay. Wildo. Er kriegt ja gar keinen Schaden. Ach du Heilige. Und geht für das Erdbeben. Was jetzt aber auch nicht unbedingt den Schaden macht. Wie viel HP hat das gemacht? 25, das waren zu viele, glaube ich, oder? Das waren für ein... Kriegen wir keinen Sub raus. Gehen wir nochmal für die Mondgewalt. Oder für das Siedewasser diesmal. Ich glaube, ich gehe jetzt einmal für Siedewasser. Eieiei. Okay, diesmal bleibt er drin. Wenn wir den Burn jetzt kriegen... Kriegen wir leider nicht. Schade. Nein, das macht viel zu viel Schaden. Viel zu viel Schaden. Viel zu viel Schaden. Ich würde gerne einmal rausgehen, glaube ich, damit uns dann nicht Dings einfach finishen kann. Oder geht er jetzt einfach für einen Eissplitter? Kann natürlich auch sein, ne? Um uns noch so ein bisschen Chip mitzugeben. Kann natürlich gut sein. Dann gehe ich, glaube ich, für Metagross sogar, oder? Geht er jetzt für Erdbeben oder geht er für Eissplitter? Hat er Eissplitter drauf? Tarnsteine? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Weil das Ding ist, wenn ich jetzt drin bleibe, ist auch kacke. Weil dann kommt einfach Katapultra oder Zapdos und finisht uns. Was kacke ist. Wenn wir aber jetzt rausgehen auf Steinhardt, könnte das schon eigentlich immer der Play sein. So, wir gehen raus auf Steinhardt einfach. Wir machen's. So. Dann hoffen wir mal, dass er einfach für Eissplitter geht. Ganz easy peasy. Ne, jetzt kommt einfach Erdbeben. Wow. Naja, okay. Okay, okay. Dann kommt jetzt halt der Patronenhieb, I guess. Tarnsteine werden aber auch wild, aber ich muss eh defoggen, glaube ich. Mich stören die Tarnsteine aktuell, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ihn. Maybe. Weiß ich nicht. Er kann sich natürlich nochmal aufheben. Ob er das jetzt machen will... Schwierig. Boah, Mann, dass er nicht... Vielleicht hat er keinen Eissplitter, aber ich hätte echt damit gerechnet, dass jetzt Eissplitter kommt, so. War halt wieder so ein dummer Predict einfach. Ach, Mann, sad life. Dadurch haben wir jetzt Metagross so hart anchippen lassen, ist auch nicht so geil, sage ich. Auch überhaupt nicht geil. Eieiei. Okay, er geht nochmal raus, irgendwas kriegt nochmal Chippo. Das ist Tangulos, glaube ich, ne? Nee, also es ist der. Na gut, okay. Na gut. Dann lege ich jetzt die Tarnsteine, I guess. Weil das Ding ist, ich will zwar defoggen, aber bis ich dahin komme, ich habe halt Angst zu defoggen. Sind wir auch ehrlich. Vielleicht lege ich trotzdem erstmal die Tarnsteine und dann sehen wir weiter. Vielleicht ja. Stachler. Okay, ich muss defoggen. Okay. Okay. Das ist halt super dumm. Das ist halt super dumm. Ja, das ist echt ein bisschen kacke. Psychoklinge. Wir gehen für die Psychoklinge. Das sollte hier immer guten Schaden machen. Denke ich, hoffe ich. Hoffe ich mal. Denke ich, hoffe ich mal. So, die Stars. Ne? Stachlers haben wir gesehen. Stachler.
Nochmal Stachler. Also wir kriegen jetzt schon sehr, sehr viel Schaden, wenn wir reinkommen. Das ist blöd. Das ist in der Tat ziemlich blöd. So, Psychoklinge kommt und reicht ganz knapp nicht, aber wir können jetzt nochmal für Patronenhieb gehen, das ist okay. Der hat zweimal Stachler gelegt und ist tot, wenn er jetzt nicht nochmal rausgeht. Die Prio würde ich mir natürlich gerne nochmal aufheben wollen. Das ist auch klar. Wir müssen mit Armigento irgendwie zum Defoggen kommen. Ist nur die Frage, wie. Ist nur die Frage, wie. Jetzt haben wir zweimal Stachler und Tarnsteine auf unserer White Eifelbeere. Aber wir sind doch trotzdem schneller, ja. Okay. So. Eifelbeere macht halt nur 0,5 Prio. Und nicht 1. Patronenhieb hat 1 Prio. Eifelbeere nur 0,5. Also sind wir schneller. Also killen wir den mit Metacross. Keifel ist auch schon fast tot. Ja. Esknor kommt rein. Okay. Esknor. Der bekommt auch nochmal einen netten Chip. Der Betroher wirkt natürlich nicht gegen uns. Das ist halt super nice, so. Und wir gehen für die Psychoklinge, I guess. Weil er uns jetzt eventuell sowieso... Oder wollen wir uns die Prio noch aufheben? Könnte halt noch wichtig sein. Sage ich. Könnte halt schon noch wichtig sein. Die Prio. Aber was wollen wir jetzt hier reinschicken auf der anderen Seite? Fuecro kriegt halt so viel Schaden. Wir müssen halt unbedingt defoggen. Ich wollte mal eine Sache gucken, ganz kurz. Bei Armigento. Oh. Nein. Ich habe einwechseln geklickt, ich Trottel. Ich wollte nur nach Attacken gucken. Ich wollte doch nur nach Attacken gucken. Ach du Scheiße. Wenn der jetzt stirbt, kriegen wir das Defog nie wieder im Leben raus. Scheiße. Überreste Arcani. Überreste Arcani. Scheiße. Nee. Das ist aber gar nicht gut. Auflockern, Freunde. Ach, shit. Da habe ich aber große Scheiße gebaut gerade. Holy shit, oh. Okay, okay. Der will also diesen machen. Okay, okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. So. Dann haben wir das erstmal weg. Und gehen wahrscheinlich denn jetzt für Multi-Attack. Ach, du Heilige. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Toxic. Na gut, okay. Na gut, okay, okay, okay. Also wir haben Delegator, Morgengrauen, Toxin. Morgengrauen, Toxin. Delegator hört auf zu wirken. Das ist ganz, ganz wichtig jetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, okay, okay. Das ist ein ganz, ganz wildes Arcani-Set. Geht jetzt nochmal für Sub? Eigentlich ja nicht. Ist dumm, oder? Ist ja eigentlich dumm. Er kann es halt immer weitermachen, so. Aber auf der anderen Seite kann ich einmal für Donnerwelle gehen. Habe ich ein bisschen Angst. Ich glaube, ich gehe nochmal für Multi-Attack. Kann Katapultra jetzt hier reinkommen? Vielleicht. Ne, er geht nochmal für Sub. Das ist aber okay. Er verliert dadurch halt auch viele KP, ne? Im Großen und Ganzen. So. Delegator steckt ein. Delegator hört auf zu wirken. Das ist wichtig. Überreste. Okay. Sein letzter Angriffsmove wird wahrscheinlich einfach ein Feuermove sein. Könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Und jetzt? Und jetzt? Was jetzt? Donnerwelle oder Multi-Angriff? Donnerwelle. Komm schon. Geh nicht nochmal für Sub. Sei nicht dieser. Ey, Mann! Warum bist du jetzt so? Fuck it! Das ist doch einfach nur räudig. Okay. Er macht diesen. Das ist einfach nur räudig. Sorry, Barry. Mag ich nicht. Aber ich meine, es ist legitim. So, okay? No hate an der Stelle. Okay. Dann weiter Multi-Angriff. Er muss und er will uns halt runterchippen. Ist ja auch in Ordnung. Okay, okay, okay. So, jetzt kommt
Morgengrauen. Ja, er heilt sich wieder hoch. Okay. Ei, Karamba, Alter. Was ist dieses? So, wir müssen halt jetzt zusehen, dass wir seinen Sub immer gebrochen haben, wenn Amigento stirbt. Das ist das Wichtigste. Crit. Mattert natürlich überhaupt nicht. Aber Crit fühle ich erstmal sehr. So. Okay, dann Multi-Angriff again. Er geht vielleicht nochmal für Sub, ja. Ist aber in Ordnung, weil er dann halt angechippt ist. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig, dass er angechippt wird. Und ja. Okay, okay, okay. Stirbt Amigante jetzt schon oder erst nächste Runde? Erst nächste Runde, das ist gut, weil da muss er nochmal für Sub gehen oder geht jetzt eben raus. Ist mir egal. Jetzt kommt der Flammenblitz. Okay. Ich glaube, das ist aber grundsätzlich okay. So, er hat Flammenblitz, Toxin. Flammenblitz, Toxin. Ja, Flammenblitz, genau. Flammenblitz. Das heißt, Noelle ist eigentlich gut aufgehoben gegen den. Der aber auch grundsätzlich. Und wir können halt immer für Spukball gehen. So, Boreos natürlich auch noch ganz geil. Noelle hier aber, glaube ich, in einer guten Position. So. Noelle schicken wir jetzt mal rein. Na? Und dann werden wir jetzt einfach mal für ein Siedewasser gehen. Ja, Siedewasser, go. Und dann sehen wir mal weiter. Ich greife jetzt erstmal das an, was vor mir steht. Und dann müssen wir jetzt so ein bisschen gucken, dass wir wieder back in this game kommen. Okay. So, Akani hat sich damit einen Kill gegönnt. Amigento ist down. Na gut. Wenn du meinst. Ist aber alles noch nicht so schlimm. Okay, steht 5-5. Wenigstens kein 6-0. So viel dazu. Und jetzt muss Barry halt gucken, ob er jetzt wieder Tangolos in die potenzielle Mondgewalt schickt oder ob er Akani im potenziellen Siedewasser drin lassen will. Das ist jetzt das Ding. Das muss er jetzt entscheiden. So, und umso mehr er hier rausgeht, umso mehr recovered Primarine halt wieder hoch. Das ist gut. Das ist gut und wichtig und richtig. Okay, Tangolos kommt. Tangolos kriegt Siedewasser. Ja, das gefällt mir grundsätzlich erstmal. Ich gehe hier für einen Sub. Ich kann nämlich das gleiche Spielchen spielen. Sub. So. Der ist Tox, ne? Da wollen wir natürlich... Okay, er geht raus. Das ist sehr, sehr gut. Und Eskenor kommt wieder rein. Und wir haben das gleiche Spiel nochmal. Das ist in Ordnung. Komm ruhig. Komm. Gib ihm. Hi, mein Name ist Delegator und ich bin hier, um hier zu sein. So, okay. Dann, schauen wir mal. Siedewasser? Siedewasser eigentlich ein geiler, sage ich. Siedewasser eigentlich immer ein geiler. Wir könnten auch für Mondgewalt gehen. Ich weiß, doch mit Flammenblitz. Ja, obwohl, wenn er so ein bisschen defensiv ist, bricht er mit Flammenblitz unseren Sub nur bedingt. Daher könnten wir auch für Mondgewalt gehen. Ich glaube, ich traue mich hier einmal für Mondgewalt zu gehen. Ja. Okay, scheinbar erstmal richtige Entscheidung gewesen. Chandler kommt nämlich rein wieder. Kriegt eine Mondgewalt, kriegt ein bisschen Toxin, kriegt noch eine Mondgewalt. Und ist dann hoffentlich auch mal tot. Ja, doch, das sollte passen. Wir haben zwar dann keinen Sub mehr, I guess. Außer wir critten vielleicht. Aber... Heute noch keinen Spezialangriffs-Drop bekommen durch Mondgewalt. Auch ganz wild. So, nochmal Mondgewalt. Der wird dann sterben, sehr wahrscheinlich. Außer er geht jetzt nochmal raus auf die Mondgewalt, aber das macht er nicht. Das ist kein Crit, aber der stirbt jetzt am Toxin. Samenbomben. Oh, okay. Ich glaube, damit bin ich auch fein. Macht hier nun auch keinen Unterschied. Okay. Damit holt sich Primarenkill. Und Tangolos ist raus, I guess, oder? Ja, doch, sollte reichen. Ja. Sehr schön.
So. Okay, dann wird jetzt Zapdos und oder Katapultra reinkommen. Und unwahrscheinlich, aber eins von beiden wird reinkommen, denke ich mal. Keifel ist auch schon super low, ne? Der hat vielleicht noch so an die 10%. Das schreibe ich mir mal hier dazu. Und Akani ist aktuell bei so 80%. Oder sogar 90%, glaube ich, ne? Bei so 90%. 10% und die beiden oben, Katapultra und Zapdos, sind noch bei 100% und waren noch gar nicht am Kampf beteiligt. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Schmatterpultra kommt rein. Okay. Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen das Ding. Ne, der kann jetzt für Kehrtwende gehen. Dann würde Noel sterben. Ist das schlimm? Ja, dann müssten wir Akani anders breaken. Und das ist gar nicht so easy, glaube ich. Aber was will ich hier reinschmeißen? Den will ich nicht reinschmeißen. Weil der gegen Zapdos scheiße ist. Gegen Akani ist der aber noch ganz nett. Der ist gegen Akani halt auch in Ordnung, denke ich. Weil wir dann tricken können einfach. Wir können dann tricken. Steinhardt würde ich mir gerne noch aufheben. Ich glaube, Kevin Atze hier reinzuschmeißen ist okay. Es ist okay. Wir hätten auch drin bleiben können. Es kommt wahrscheinlich eh die Kehrtwende, oder? Kommt die Kehrtwende? Oder kommt die Kehrtwende nicht? Es kommt Donnerblitz. Okay. Okay, den nehmen wir. Die Para, na klar. Ach so ist das, na gut. Ach so ist das. Okay. Dann gehen wir hier immer für einen Abschlag, glaube ich. Das sollte okay sein. Ja, Abschlag sollte okay sein. Ja. Ja. Hoffentlich. Also er kann jetzt halt nochmal angreifen, so. Geht aber raus. Ist vielleicht tatsächlich in irgendeiner Weise gewalt. Escanor kommt rein. Wir hätten auch doublen können. Aber ich wusste ja noch nichts. Ich wusste nicht, ob er jetzt verkehrt Wende geht oder so. Abschlag hier aber schon mal sehr, sehr viel wert. Dann sind die Überreste nämlich weg. So. Jetzt ist die Frage, Erdbeben oder nicht Erdbeben? Ich glaube, wir gehen jetzt auf Grinsebacke. Weil jetzt eventuell einfach ein Toxin kommt. Ich gehe jetzt für Grinsebacke. Es ist super riskant. Aber ich tue es. Ich tue es, ich tue es, ich tue es, ich tue es. Sub. Okay, das ist nicht so gut. Das ist echt nicht so gut. Zurück in Kevin Atze. Er wird jetzt wahrscheinlich für Morgengrauen gehen, das kann ich mir vorstellen. Flammblitz eher unwahrscheinlich. Dass er echt für Sub geht, ich hätte den Sub halt mit Erdbeben gebrochen, so. Schade. Schade, schade, schade. Jetzt braucht man ein bisschen Luck. Dummerweise. Jetzt braucht man ein bisschen Luck. Um hier möglichst ohne Full Para durchzukommen. Durchzukommen. Durchzukommen? Ich hab gesoffen, Bruder. Ja. Okay, überlegt auf jeden Fall. Länger. Was er jetzt wohl macht. Toxin wäre okay. Also, wenn er jetzt Toxin drückt, wäre das okay für ihn. Nicht für mich. Das meine ich. Es wäre ein valider Play, theoretisch gegen Gengar Toxin zu drücken. Ob man das jetzt machen muss, weiß ich nicht. So. Und es kommt Monkraut. Ja. Man dachte es sich. Man dachte es sich. Okay, dann ist er wieder fit. Und wir gehen hier für Earth Baby. Earth Baby! Let's go! Er kann jetzt für ein Toxin gehen. Kann dann immer weiter für Sub, bis ich Full Para und so weiter kriege. Das ist halt super ätzend schon wieder. Also gleiche Situation wie vorhin quasi. Super scheiße. Vielleicht müssen wir da mit Boreos ran. Und Luftschnitt drücken oder so. I don't know. Es kommt Flammblitz. Okay. Wild. Ja, netter Schaden auf jeden Fall. Was ist mit Recoil? Der ist nicht so nett. Tatsächlich. Ja, es ist einfach... Es ist... Wild. Ganz wild.
Geht hier einfach weiter für Flammenblitz, okay. Will wahrscheinlich auch ein Stück weit den Switch-Out verhindern, so. Und bekommt halt kaum... Ey. Oh, guck mal. Oi, Memo. Was ist denn jetzt los? Wir kommen durch. Alter, also Memo. Hier ist was los. Ei. So, er will die Fullpara natürlich weiterhin ausnutzen. Die potenzielle. Was soll ich dazu sagen? Leute, was soll ich dazu noch sagen? Da habe ich keine Worte mehr für. Tut mir leid. Luftschnitt. Da habe ich absolut keine Worte mehr. Ne, also keine Ahnung. Das ist verloren. Also ich denke, Katapultra wird dann halt durchgehen können. Weil der wird jetzt noch angechippt hier. Durch die ganze Scheiße. Und dadurch hat Katapultra dann halt leichtes Spiel, ne? Das ist halt so der Trash des Todes einfach. 3 von 4 Angriffen komplett para. Dann überhaupt durch die 10% para, überhaupt. Wir haben ja die 10% para bekommen. Ist auch okay, aber dann... Also, weiß ich nicht. So, hier kommt Morgengrauen. So. Orkan. Ist halt riskant, aber macht. Aber wir könnten auch flinchen mit Luftschnitt. Ich glaube, ich flinch mit Luftschnitt. Ich versuch's jedenfalls. Er kann jetzt halt Keifel wegschmeißen. Das geht schon. Dann ist Akani immer noch fit. Oder wieder. Was nicht hätte sein müssen. Das hätte überhaupt nicht sein müssen. Auf der anderen Seite kann ich ja auch froh sein, dass er nicht einfach Toxin gedrückt hat und hat mich so langsam runtergechippt oder was. Keine Ahnung. Ach, come on. Da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich einfach nicht. So, er schmeißt jetzt sehr wahrscheinlich Keifel ab. Ja. Es reicht sogar. Danke. Und jetzt kommt Schmatapultra oder Zapdos. Zapdos halt sehr riskant, ne? Muss eigentlich schon fast... Es kommt Bann rein, okay, es ist Zapdos. Und wenn der hier so reinkommt, dann hat der doch irgendwas, oder? Dann hat der doch irgendwas. Ich glaube, ich werfe jetzt hier... Steinhart rein, damit ich ein bisschen Chip drauf kriege. So, dann ist Boris wieder fitto. Steinharto kommt rein. Oh. Sturzflug kommt doch. Das ist gut doch. Das ist gut. Den Chip brauche ich. Dann lege ich jetzt Tarnsteine. So, wir haben den Sturzflug gesehen. Ich lege jetzt die Tarnsteine. Sturzflug haben wir gesehen. Tarnsteine fände ich jetzt, glaube ich, nochmal ganz geil, weil Akani dadurch natürlich ein bisschen eingeschränkt ist. Zapdos ein bisschen, Katapultra kriegt auch Chip. Das ist gut insgesamt. Das ist gut. So. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, 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 sehr gut.
Eskenor kommt wieder rein. Betroa kommt natürlich wieder. Tarnsteine. So. Und jetzt gehen wir einfach immer für Psychoklinge. Ja, immer für Psychoklinge gehen, falls er hier für so Sub rumpimmeln will. Dann gehen wir immer für Psychoklinge, ist klar. Ist wichtig. Das ist richtig und wichtig. Und dann sehen wir weiter. Weiter sehen wir denn. Eieieiei, das war nicht sehr lucky. Das war nicht sehr lucky mit Fuecro. Fuecro sah halt so geil aus in dem Matchup gegen den. Also gegen Barry. Insgesamt sehr, sehr gut. Es kommt direkt der Flammenblitz. Ist auch okay. Killt natürlich. Kriegt aber Beulenhelm und Rückstoß. Was mir sehr gut gefällt. Da können wir jetzt wieder Boreos reinschmeißen, potenziell. Right? Boreos reinschmeißen oder Noelle reinschmeißen. Ich glaube, Boreos ist schon insgesamt gut. Ich glaube, Boreos ist insgesamt schon okay. So, dann gehen wir hier immer für Luftschnitt, I guess. Luftschnitto? Ja, ich gehe jetzt hier für Luftschnitt. Ich gehe jetzt hier für Luftschnitt. Okay. So, Flinch wäre jetzt mal angebracht. Flinch, bitte. Natürlich nicht. Aber er killt sich selbst. Okay. Okay. So. Dann. Haben wir verloren, glaube ich. Tatsächlich. Dann haben wir, glaube ich, tatsächlich verloren. Warte mal. Er wird jetzt Katapultra reinschicken. Er wird Boreos killen. Aber was ist, wenn ich rausgehe? Was ist, wenn ich rausgehe? Wenn ich jetzt in Primarene gehe. Er wird jetzt halt wahrscheinlich Donnerblitz drücken. Wenn ich jetzt in Primarene gehe, stirbt Primarene. Und Boreos ist wieder bei etwas über 50%. Aber Boreos ist nicht schneller als der und nicht schneller als... Ich glaube, ich muss Boreos sterben lassen, gehe dann mit Gengar rein. Das Problem ist, dann bin ich mit Gengar drin. Dann töte ich den wahrscheinlich. Dann kommt Zapdos und drückt zweimal Sturzflug und alles ist tot. Ja, das ist wahrscheinlich der Lauf der Dinge. Wenn ich jetzt in Gengar gehe, lebt er keine zweimal Donnerblitz. Wobei er das auch nicht unbedingt muss, aber dann Boris halt auch nicht. Und Boris lebt bei Full Life vielleicht einen Sturzflug. Kriege ich Boris irgendwie nochmal richtig fit? Nee, ne? Ich glaube, ich muss hier drin bleiben und Orkan drücken. Er geht aber für Spukball, okay. Kann den Primarene vielleicht sogar leben? Weiß ich nicht. Boreos ist raus, Metapross ist raus, Fuego ist raus. Kann er das vielleicht sogar leben? Also kann Noelle jetzt ein Spukball leben auf der Range oder eher nicht? Wahrscheinlich eher nicht. So. Der Spukball wird ja wohl reichen. Oder ist er sogar gescarft? Kann das sein? Ist das möglich? Nee, ich bin scarft. Er hat keine Antibeere. Und das Cape. Das ist gut. Aber das Problem ist, ich denke, Zapdos wird beide killen können. Oh, wait a second. Reicht Zauberschein vielleicht aus? Ich habe keinen Zauberschein. Scheiße. Ich werde trotzdem, glaube ich, rausgehen. Wenn er jetzt für Sturzflug geht, ist das mein einziger Play. Glaube ich. Weil dann chippt er sich nochmal an.
Und das sind ja auch nicht gerade wenige KP, ne? Wie viel Rückstoß bekommt man? Ein Drittel? Schlammwoge ist stärker, ne? Schlammwoge ist stärker, oder? 95, ja. Und das hat 80. Dann Schlammwoge. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, komm schon. Komm schon, Schlammwoge. Yes! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh! 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 GG, Barry! Fuck! Das war ein enger, spannender Kampf, Alter. Wow! Okay. Insane. Wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Super unlucky gewesen zwischendrin. Ich weiß nicht, ob die Hacks beiderseitig waren. Vielleicht habe ich wieder nur meine Seite wahrgenommen. Ich glaube aber nicht. Das mit Fueko war halt schon ultra unlucky, aber boah, das wird das noch so... Oh. Oh mein Gott, alles klar. Das soll es gewesen sein von diesem Kampf. Ging ja auch lang genug. Kuss, Kuss geht raus. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und schaut drüben bei Barry rein und lasst Liebe da. Kuss und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.